Hallo, ich war Pate für die Frage oder bin nach wie vor Pate für die Frage der Internet Governance 1. Und da werden die konkreten Gegensatzpaare. Das Internet besteht aus verschiedenen nationalen kulturellen Räumen, die jeweils eigene soziale und rechtliche Regelsysteme benötigen. Oder das Internet ist ein globaler Raum und bedarf deshalb eines übergreifenden sozialen, rechtlichen und technischen Regelsystems. Überwiegend haben sich die Leute für die zweite Möglichkeit entschieden und wünschen sich, dass das Internet global geregelt sein sollte. Im Detail gehen natürlich viele auf die Probleme von so einem Wunsch ein, die zum Beispiel daran bestehen, dass es keinen globalen Körper gibt, der das regeln könnte. Also die UN wäre nicht in der Lage, es gibt eigentlich keine Staatengemeinschaft. Andere sagen, dass man natürlich auch kulturelle Besonderheiten berücksichtigen muss und soziale Gegebenheiten. Und jetzt in der Diskussion wäre es natürlich spannend, herauszuarbeiten, welche Dinge sich global regeln lassen. Da gibt es den Wunsch nach Harmonisierung. Das haben viele Teilnehmer genannt, zum Beispiel nach technischer Harmonisierung, damit das Netz überhaupt funktioniert und man global überhaupt kommunizieren kann, die Maschinen untereinander und natürlich auch die Menschen. Auch es gibt den Wunsch nach einer ethischen oder sozusagen normativen globalen Regelung, dass man einen Katalog entwickeln könnte, der eben, was das Umgehen miteinander über das Internet betrifft, global zumindest einen Rahmen bekommen sollte. Es wäre wirklich schön, wenn wir heute Abend und im weiteren Verlauf eben diese genauen Besonderheiten und kultureller, sozialer, nationaler als auch technischer Natur so ausdifferenzieren könnten, um vielleicht genauer zu sagen, was man national regeln sollte und was global geregelt werden kann und auch global geregelt werden sollte.